Moin, moin und herzlich willkommen zurück bei Hardcore Körbel. Also, wir haben ein bisschen Geldprobleme so langsam mit den ganzen Satellitenstarts. Den Fehler habe ich übrigens gefunden, auch dank eurem Input. Vielen Dank dafür. Ich habe vergessen, das Staging nochmal anzupassen und habe quasi die Booster im gleichen Moment wie das Fairing oben weggesprengt. Und dann hat es halt geknallt und den Satelliten zerlegt. So, Ende vom Lied. Ich habe quasi, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, keinen richtig geilen neuen Satelliten nach oben gebracht. Der eine ist halt hier so mittelprächtig auf so einer Bahn unterwegs. Also der wird jetzt überall mal sein und nirgendwo. Und den anderen habe ich abstürzen lassen, weil ich nix kann. So, also zumindest das mit dem Staging war nicht so geil. Universal Storage EVX, ja. Das soll weg, das ist der Rucksack. So, jetzt müssen wir ein paar Sachen machen. Also heute ist mal die Nummer, ich spiele safe und ich verdiene Geld. Also wir machen heute nichts, was uns nicht Kohle bringen würde, also wo wir zumindest positiv rausgehen und uns zu 95 Millionen 1000 Prozent sicher sind, dass wir das geschissen bekommen, ohne uns zu verletzen. So, also was haben wir denn noch aktiv? Surface Outpost würde ich jetzt erstmal sein lassen. Ich glaube, das wird zu teuer. Gibt zwar gut Kohle, aber ich glaube, das wird zu teuer. Das sehe ich eher als so ein Langzeitprojekt. Da haben wir auch Zeit für die nächsten 12 Jahre, ja. Science Theater from Space Around Minmus würde sich natürlich anbieten, wenn der dämliche Space Truck schon voll betankt und einsatzbereit wäre. Ist er aber nicht. Und da jetzt noch 3, 4 Raketen hochzuschießen, um alles fertig zu bauen, ist im Moment auch ein bisschen teuer. Da will ich auch nicht hin, nur um das eine Ding noch anzugucken, weil da kriegen wir jetzt noch 13.000 plus 79, sind wir bei 89, 92.000 und ein paar gequetschte. Und das hier ist einfach noch ein bisschen hin. Also das wird von ganz alleine passieren mit dem Satelliten, aber es wird noch dauern. Das heißt, wir müssen uns, glaube ich, mal nach was umgucken, was den Aufwand wert ist. Wir können 2 Verträge annehmen. So. Das ist doch schon mal ein ganz sicheres Ding. Also wir sollen den TR-38D an der Launchzeit testen. So, das machen wir mal. Und Plant Flag on Minmus, das würde natürlich hervorragend mit dem Kram korrelieren. Und wir kriegen ein bisschen Vorschussgeld, ne? Machen wir jetzt einfach mal. Und dann gucken wir mal gleich noch, was wir kriegen können, sobald wir das Teil da geschasst haben. Ob wir dann noch irgendwas kriegen können. Ich glaube, das läuft. Es zeichnet sich so ein bisschen ab, möchte ich jetzt fast meinen, dass unsere Geldverdienmaschine in dieser Karriere der Minmus ist. Ich habe so das Gefühl, dass ich immer zum Minmus fliege, wenn ich Probleme habe. Ihr könnt mir das ja gerne nochmal bestätigen, ob das tatsächlich so. What? Was ist das denn für ein Hammerteil? Echt, so groß ist der? Warum habe ich den denn jetzt zum Testen bekommen? Ja, okay. Wird gemacht. So, haben wir irgendwas, was wir auf der Launch-Site noch nicht haben? Launch-Site. Mystery Goo, Observation, Material Study, Surface Sample. Okay, Material Study können wir wahrscheinlich nicht machen, aber Mystery Goo und Material Study, das kriegen wir hin. Und ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall, weil da kommt zwar nicht so viel bei rum, aber... Ja. Mystery Goo. Oh. So, dann machen wir einfach auf die GS Action Group. Machen wir Observe Material Bay und Observe Mystery Goo. Da müssen wir da nicht wild rumklicken, weil wir werden wahrscheinlich nicht viel Flugzeit haben. So, und dann kommt da oben irgendwie. Also, was ich jetzt mache, ist quasi Geld verdienen plus hoffentlich überleben. Achso, ja, jetzt haben wir das Problem. Da kriegt man ja keinen Fallschirm so gut ran, ne? Nehmen wir den da. Warte mal, ist der billiger? Ja, der ist billiger. Wir nehmen natürlich das Billigste, was wir kriegen können. Zack. Und eine Antenne. Antenne, Antenne, Antenne. Wir werden ja einen Großteil von dem Mist recovern können. Deshalb sollte das prinzipiell funktionieren. Und wahrscheinlich noch eine kleine Batterie. Oder ist das jetzt schon wieder zu viel? Ich mache mal lieber noch einen zweiten Fallschirm ran. So, schön langsam wieder runterkommen. So, also, wir testen das jetzt. Test. Craft. So, vielleicht geht das auch ohne, dass wir es in die Luft sprengen. Mal gucken. So. Gut. Als allererstes mal machen wir unsere... Ja, hallo.
Kann ich das nicht drücken? Cheers. Ich kann es interessanterweise nicht drücken. Oh, viel gibt es ja hier nicht mehr. Na gut, wir nehmen aber mit, was wir kriegen können. So. Kann man das jetzt testen ohne? Testing gibt es nicht, ne? Schade. Okay. Dann muss ich das Staging leider doch umbauen. Zack. Zack. Und wahrscheinlich katapultiert uns das jetzt gleich nach oben. Ah ja, gut. Oh, mein Staging wäre auch blockiert gewesen. Wieso ist mein Staging eigentlich blockiert? Aber es macht trotzdem. Verrückt. Na gut. Ist jetzt auch egal. Hat es geklappt? Ja. Auftrag erfüllt. 2800 Körbel-Dollar erhalten. Ich glaube, 2800 Körbel-Dollar haben wir auch irgendwie 2,8, 2,9 haben wir ausgegeben. Und wir können ja den ganzen Kladderadatsch hier recovern und kriegen jetzt hoffentlich Kohle zurück. Damit haben wir schon mal ein paar Tausend wieder reingeeiert mit dem Auftrag. Und auch ein Slot, darum geht es mir eigentlich. Ein Slot wieder frei bekommen. Guck mal, 2,6 haben wir wieder zurückbekommen. Sehr schön. So, jetzt können wir noch irgendwas Lustiges machen. Rescue Tibella Kerman from Orbit of Kerbin. Sind sie da vom Surface of Moon? Ist aber auch. Guck mal, wir kriegen für die Piloten. Kriegen wir viel mehr Kohle, als wenn wir bis zum Mond fliegen, ne? Sehr gut, viel mehr nicht. Aber doch, ist einiges mehr sogar. Krass. Und ordentlich Reputation. Das können wir mal probieren. Das können wir mal probieren, weil. Jetzt fällt mir gerade was ein. Der Space Truck müsste. Der Space Truck müsste Platz haben. So, wo sind die? Die Crews darum. Und der Space Truck ist da so. Wo ist denn da so? Ach, da so. Das heißt, wir müssen uns eigentlich nur einholen lassen, ne? Voll gut. Das ist ja cool. Okay, ich glaube, das machen wir. Wir fangen jetzt Tibella Kerman ein. Das gibt Kohle und vor allen Dingen, also ja, gibt jetzt nicht direkt Kohle, wir müssen ja natürlich noch irgendwie im Orbit mal abholen und nach unten bringen, aber wir kriegen auch einen Körbel mit ins Raumfahrtprogramm mit dazu. Also quasi eine Win-Win-Situation. Schwupp, mach mal. Und wir können dabei auch ein bisschen den Space Truck mal Probe fliegen. Weil. Wir haben ja hier Platz. Wir haben ja. Hier sind zwei Sitzplätze, glaube ich, drin oder einer. Hier sind zwei drin. Hier passen, glaube ich, vier Leute rein. Und hier drei. Und wir haben drei Leute an Bord, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe, wir haben nur drei Leute an Bord, oder? Ja. Freaky, Explo, Schnorpel. Hervorragend. Freaky, Explo und Schnorpel. Licht an. Mission beginnt. Wir machen jetzt unseren Orbit einfach ein bisschen größer. Bis hier die gute Frau dann ein bisschen aufgeholt hat. Und dann lassen wir die gute Frau einfach rankommen. Und fangen sie dann ein. So. So viel erstmal zur trockenen Theorie. Die gute Frau hat eine Apoapsis von 87. Dann machen wir unsere mal so auf 100 Kilometer. Das reicht. Und dann warpen wieder irgendwo hin. Warp. Warp, 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 warp. Guck mal, das ist doch schon ganz cool. Entfernung noch 800 irgendwas Kilometer, weil unsere Periapsis noch zu niedrig ist. Unsere ist jetzt auf 81, die das auf 86. Jetzt holt sie auf. So, das heißt, wir machen auch unsere Periapsis noch auf. Weiß nicht, 100 Kilometer oder sowas fetzt schon irgendwie. Dann müssen wir nicht ganz so viel wieder angleichen. Und wenn dann einfach Tibella mit ihrem Hulk, also ihrem Schrotthaufen da von hinten angeeiert kommt, dann kassieren wir sie ein. Dann haben wir zumindest schon mal die ersten, lasst mich lügen, ich glaube 15.000 gab es dafür. Und dann haben wir, wenn wir die gute Tibella dann mal noch sicher nach unten bringen, gleich nochmal 35.000 in der Tasche. Nice. Nice, nice. Sehr schön. Dies weiß mir zu gefallen. So, jetzt müssen wir mal kurz warten, bis der Space Truck sich hier eingefangen hat. Ja. Ach, ist aber auch ganz schön anzusehen. Bisschen arg grell beleuchtet, muss ich sagen. Bisschen arg grell beleuchtet. Für meinen Geschmack zumindest. Aber man sieht dann zumindest, was man nachts tut. Gerade auch, wenn irgendwie mal Umbauten gemacht werden müssen. So, jetzt könnte er sich langsam mal einfangen. So, sehr schön, danke. Los, 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 los. Nicht so rumschludern hier. Wupp. 100. Ja, da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten wieder. Und
bauen. So, 100, 100. Schöner kreisrunder Orbit und damit sind wir konsequent höher als Tibella. So, und damit können wir jetzt einfach mal die Zeit laufen lassen und sie kommt rangehuscht. Gut, also, wie gesagt, was jetzt erstmal ansteht, wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Was ich überlege gerade anhand dieser ganzen Minmus-Gedöns-Sachen, die da so anstehen, also es gibt ja unheimlich viel gerade irgendwie für Minmus. Wir haben den Surface Outpost, wir haben Science Data from Space around Minmus. Wir haben, glaube ich, eine Flagge auf Minmus steht zum Angebot. Bin ich echt am Überlegen, dass sich tatsächlich jetzt mal eine Out-of-the-Line-Minmus-Mission lohnen würde. Also so eine klassische nochmal, ohne den Space Truck. Oder wir befüllen den Space Truck. Da bin ich jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Den Space Truck betanken ist natürlich einfacher. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich bin hin und her gerissen, also ich bin echt am Überlegen. Also es würde ja Sinn machen, mit dem Space Truck eventuell nach Minmus zu fliegen. Dafür, momentan habe ich aber 1739 Delta V. Ich gucke jetzt mal auf meinen schlauen Notizzettel. Also einmal zu Minmus sind 920 Delta V. Dann am Minmus Orbit einschwenken sind nochmal 80 Delta V. Sind also knappe 1000 weg. Grob im Kopf überschlagen brauche ich natürlich, wenn ich jetzt keine Aerobrake machen möchte. Und ich zeige euch jetzt nochmal, weswegen ich das erwähne. Weil ich damit keine Aerobrake machen möchte. Ja, das geht im Leben nicht gut. Wenn ich keine Aerobrake machen möchte, brauche ich wahrscheinlich ähnlich viel Delta V, um zurückzukommen, wie um hinzukommen. Also nochmal 900. Und da fehlt uns ein bisschen was. So. Was das Ding halt auch nicht hat. Der Space Truck ist Lande-Capability. Das geht uns auch noch so ein bisschen ab. Also wir müssten noch einen Lander irgendwie mitnehmen. Von der Raumstation reden wir noch gar nicht. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Also ihr seht, ich nutze die Zeit gerade hier so ein bisschen, um zu rekapitulieren, wie wir damit am besten umgehen. Aber die Netzabdeckung scheint gerade richtig gut zu sein. Wir sind gerade in der besten Gegend, die man haben kann. Netzabdeckungstechnisch. Und gleich ist vorbei. Dann sind wir auf der toten Seite der Macht. Und letzte Verbindung reißt ab. Bob weg. Ja, das ist doof. So. Also, wir haben noch 400 Kilometer. Ja, auf jeden Fall stinkt das ja alles nach Minmus-Missionen. Minmus, Minmus, Minmus. Das ist Minmus all the way, würde ich sagen. Aber das ist eigentlich gut. Wir haben Minmus ist relativ abrupt. Was sagt denn die? Outpost sagt Antenne, Docking Port und Power Generator. Also, was weiß ich. Solarpanels halt quasi. Facility supporting at least 5 Kerbals. Das ist das Einzige, was mir echt ein bisschen Sorgen macht. Supporting at least 5 Kerbals. Heißt das, ich muss mit 5 Kerbals hinfliegen oder muss es einfach nur möglich sein? Ich verstehe das jetzt so, es muss möglich sein, dass 5 Kerbals da drin wohnen. Aber ich muss nicht mit 5 Kerbals darin wohnen. So verstehe ich das. Wir haben noch kein Mining-Equipment bisher, ne? Das wäre natürlich auch spannend gewesen, einfach so einen Versorgungsaußenposten hinzubringen, der auch schon mal abbauen kann. Aber das können wir, glaube ich, bisher noch nicht. So, jetzt bald müssen wir uns mal einen Kopf machen, wie wir Tibella einfangen. Aber ich würde sagen, wir lassen sie noch auf 100 Kilometer rankommen, bevor wir hier irgendwelche wilden Manöver planen, weil so schnell ist die Annäherung nicht. So, und ich gucke jetzt mal, wer ist denn eigentlich der, die das nächste auf der Liste? Weil Tibella wird ja jetzt ein bisschen brauchen, bis wir sie ins Space-Programm aufnehmen können, weil sie jetzt erstmal dann im Space Truck sitzt und der ist bekanntermaßen nicht ganz so wiedereintrittsfähig, um das mal nett zu formulieren. Der nächste auf der Liste ist der Aristus Kerman von Maximilian, ein Engineer. Aristus Kerman wird der nächste. So, 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 so. Sehr schön. Also ich arbeite hier ganz brav von oben nach unten meine Liste ab. Und alle, die sich angemeldet haben und von mir eine Bestätigung bekommen haben, die stehen da auch noch drauf. Es sind noch einige Kürbels offen. Und ich
gelobe auch immer wieder mal die Chancen zu nutzen, um Kerbals einzusammeln. Art Manöver. Hopp. Ja. Was ist das da? 41 Kilometer ist aber ganz schön. Nichts gefalle gut. Achso, ja, Mist, wir müssen ja. Ah, falschen Knopf erwischt. Falscher Knopf. Komm schon. Art Manöver. Wir müssen ja den Orbit kleiner machen, damit wir hinkommen. Ja. 27 Kilometer. Hä? 15 Kilometer, okay. 34 Kilometer, verdammter Axt. Komm schon. Das sieht gut aus. 13 Kilometer. Das muss noch besser gehen. Ja, geht es auch. Und zwar hier hinten irgendwo. Das sieht richtig gut aus. 3, sehe ich das richtig? 3,8? 3,8, okay. Jetzt noch minimal. Minimal besser. Dann haben wir alles, was. Ah, 3,8, 4,5 ist too much. 4,4. 4,1. Na gut, schade. Ich hätte jetzt gedacht, da geht noch ein bisschen was. 3,7. Na gut, wir leben jetzt einfach mit den 3,7. Der Rest sind Feinheiten, habe ich jetzt mal gesagt. Okay, achso, den haben wir natürlich noch nicht. Dann gehen wir auf den normalen Stability Assist. Wir können noch nicht automatisch von überfliegen, aber mittlerweile können die Piloten ein bisschen was, muss ich hier sagen. Ist ja gar nicht mehr ganz so schlecht. So, also wir wollen diese Richtung nachher. Der Burn ist auch nur minimal, das heißt, wir können eigentlich Warp to Next Manöver sagen. Dann hoffe ich mal, was haben wir da für ein Encounter mit 24,5 Meter pro Sekunde unterschiedliche Geschwindigkeit? Das ist ja mal ganz in Ordnung, würde ich sagen. So, und wenn wir dann nähern wir uns schon wieder den 300.000 mit den Vorschüssen, die wir kassiert haben. Da wird mein Herz wieder etwas ruhiger. Dann können wir auch die Minmus-Mission, glaube ich, bauen. Und zwar vernünftig bauen. Ach so, 2 Sekunden Burn. Na gut. Ui, da können wir noch ein bisschen näher ran. So, jetzt nicht verkacken hier. Ja. Kleiner winziger Burn. Winziger Winzlingsburn. Ja. Jetzt bewegt er sich aber schnell. Jetzt bewegt er sich schnell, aber ich glaube, den kriegen wir relativ exakt geflogen. Komm schon. Sei kein Spielverderber. So. Das lassen wir gelten, würde ich sagen. So, dann sind wir bei 3,6 sogar. Sehr schön. Gut, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier so hin. Schwupp. 23 Meter unterschiedliche Geschwindigkeit. Das ist auch echt okay. So, dann muss ja dann hier irgendwo gleich. Oh, da ist sie, die Bellas Hulk. So, jetzt müssen wir einmal Loss Geschwindigkeit, Loss angleichen. Und dann fliegen wir zu der guten Dame hin. Und ja, also beziehungsweise die gute Dame kommt natürlich zu uns geflogen, würde ich mal sagen. Schließlich will sie ja was von uns haben, nämlich Unterkunft. So. Gut, erstes kleines Anbremsen. Was haben wir es noch? Ein bisschen, ein paar Minuten sind noch, oder? Was kann das immer nicht lesen gegen den Hintergrund? 27 Sekunden, ist gar nicht mehr so lange hin. Dreh dich mal zurück. Zurückdrehen. Los. Hopp, hopp, hopp. Ja. Träges, fettes Ding. Wenn man nicht alles per Hand macht, ne? Der Freaky hat wieder völlig übermotiviert das Ding komplett verrissen. Freaky. Reiß dich mal ein bisschen zusammen in deiner Begeisterung. Ich verstehe ja, dass ihr alle ein bisschen offen seid, weil es jetzt Damenbesuch gibt, aber da muss man ja nicht gleich völlig ausrasten.
So, also letzte Einbremsung. Wir gehen auf gleiche Geschwindigkeit runter. Also so gleich man das eben hier mit dem dicken Hobel hinbekommt. Sehr schön. Ja. Okay, das ist ausreichend für mich. So, jetzt müssen wir einmal gucken, dass wir das Ding aufs Ziel drehen und uns noch ein bisschen annähern, damit wir diese magische 2,5 Kilometer Aktivierungsbarriere bekommen. Aber wir haben jetzt ein cooles Kerbel-Sammelmobil. Da müssen wir halt irgendwann mal so eine Art Evakuierungskapsel. Und wir erinnern uns einfach nicht zurück, was mit der letzten Evakuierungskapsel passiert ist. Das lief nicht ganz so glorreich. Aber dann können wir hier mal eine Fuhre Kerbels oben einsacken. So nach und nach, wenn die Aufträge kommen und die dann einfach nach Hause bringen. So. Was sagt die Map? Die Map sagt 2,6, 2,5, 2,2. Ja, komm, wir sind coole Typen. Wir machen das mal so auf einen Kilometer runter, ne? Dann muss die arme Frau nicht so weit fliegen. Oder machen wir einen richtig krass engen Vorbeiflug? Das wäre auch mies. Wir müssen es nicht übertreiben, Freunde. Ne? Wir müssen es nicht übertreiben. Das geht sonst nur in die Hose und wir kollidieren mit dem Teil oder so. Das will ja auch wieder keiner. So, Zeitraffer an. Und Aktivierung, nicht Aktivierung. Dann wird denn dieser Tibella halt aktiviert? Ist schon aktiviert. Wie ist hier das denn passiert? Müsste da nicht irgendwie ein Kerbel drin sein? Echt jetzt? Echt jetzt? Das ist aber fies, oder? Ich kann nicht raus. Also ich kann tatsächlich. Ich kann nicht raus. Ich komme nicht aus dem. Ich komme nicht aus dem Bauteil raus, weil sie die gute Frau in ein Bauteil gesteckt haben, in dem es einfach keine Ein- und Ausgangstür gibt. Das ist ja auch selten dämlich. So, wie viel Abstand haben wir denn noch? Oder schon wieder? 900 Meter. Okay. Wir entfernen uns schon wieder. Da muss was gegen getan werden. Ich muss jetzt mal näher ran. Vielleicht kann ja unser. Hat ja unser Wissenschaftler unterwegs eine gute Idee und unser Ingenieur kann auch noch helfen. Vielleicht kriegen wir die da irgendwie rausgeschraubt oder so. Ich meine, wir sind ja, ne, hier überaus talentiertes Wissenschaftspersonal und so ein Scheiß. Das können wir ja jetzt so nicht akzeptieren. Aber erstmal müssen wir dafür das Raumschiff in die Nähe packen. Also wir haben ein bisschen Zeit. Wir haben knappe 2 Stunden, bis sie an dem Strommangel stirbt. Ich glaube, das ist das Erste, was sie holt. Und ich werde mich jetzt natürlich nicht einfach diesem Bug ergeben, einfach nur weil das ein scheiß Bug ist, sondern wir gucken gleich mal in unserer magischen Vorratsbox, ob ich irgendwas mitgenommen habe, was wir an den Kram ranbauen können, was es uns eventuell ermöglicht, die gute Frau da drin zu retten. Ich glaube, das Erste, was wir mitnehmen. Oh, ich habe eine gute Idee. Ich glaube, ich habe Solarpanels mit dabei. Wenn wir ein Solarpanel mit rübernehmen, gewinnen wir Zeit. Auf jeden Fall, um sie zu retten, weil Strom immer das Erste ist, was einen Kerbel umbringt. Das heißt, wir bauen hier als Erstes ein Solarpanel ran, klappen das aus. Und dann überlege ich mir irgendwas. Mal gucken, wir kriegen die da irgendwie raus. Wir kriegen die irgendwie raus, die arme Frau. Kriegen wir. So, ich drehe das hier schon mal. Oh, ich habe gedacht, 0815 Standardmission, aber auch das funktioniert wieder nicht. Sondern aus einer 0815-Standardaktion wird gleich wieder die
übelste Rettungsaktion aller Zeiten, die allerübelste Rettungsaktion aller Zeiten, in der wir irgendwie eine arme, hilfsbedürftige Astronautin, Körbonautin aus einem Agrikulturmodul ohne Türen befreien müssen, indem sie offensichtlich gefangen ist, warum auch immer jemand solche Dinger ohne Türen ins Weltall schickt. Warum macht man sowas? Warum baut man solche Dinge ohne Türen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, während das Ding hier noch herumeiert. Ist Persistent Rotation irgendwie aus? Hatte ich mir irgendwie persistenter vorgestellt. Scheint an zu sein. Wer weiß. Na gut. So, 500 Meter. Los. 400. Oh Mann. Wie viele Stunden ist sie schon? 5 Minuten. Alles gut. Alles gut, 5 Minuten. Das kommt mir nur in meiner kleinen Welt so lange vor. So. Alle ziehen und weiter bremsen. Und hoch. Und weiter bremsen. Also ich will einfach minimalen Unterschied haben, damit ich lange beide Schiffe nebeneinander driften habe. Also ist jetzt völlig okay, wenn da irgendwie 0, irgendwas übrig bleibt. Aber ich möchte auf jeden Fall Zeit haben, um mit Schnorpel an dem Problem zu arbeiten. Schnorpel ist doch unser Ingenieur, ne? So, Schnorpel, jetzt kannst du heute kannst du mal richtig zeigen, was du an der Flugakademie gelernt hast. Ich würde am liebsten sowas von F5 drücken. Ich hab so Schiss, dass irgendwas schief geht. Na gut, also, wir gucken mal, was wir im Werkzeugkoffer haben. Hier nix, hier auch nix. Okay. Was hast du schon mit dabei? Inventory. Ein Schraubenschlüssel. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Und irgendwas ist auf deinem Kopf, Schnorpel. Na gut. Schnorpel hat offensichtlich irgendwas auf dem Kopf hängen, aber... Achso, Schnorpel hängt einfach noch in der Tür drin. Das ist ein Problem. Gut, dann gehen wir mal in unseren lustigen Ersatzteilekoffer gucken, was wir da für Schnorpel eventuell haben, womit er der guten Frau helfen kann. Also, als erstes Mal kaufen wir dem guten Schnorpel auch ein bisschen Zeit, indem wir ihm so ein Universal-Eva-Pack anziehen. Damit hat Schnorpel jetzt nämlich 3, 5, 4, 47.000 Tage Zeit. So, was haben wir hier? Wir haben ein Solar-Array, eine Fuel-Cell. Das ist natürlich nicht so besonders vielversprechend. Wir haben Licht. Okay, das Solar-Array kauft uns schon mal Zeit. Und dann... einfach grabben. Das wäre natürlich stumpf. Vielleicht hole ich mir einfach das ganze Teil und schraub's bei uns ran. Okay, gucken wir gleich mal. Jetzt müssen wir trotzdem erstmal gucken. Also wir nehmen einmal Split, einmal das mit. Achso, wir können das nicht mitnehmen. Scheiße. Okay, dann fliegen wir erstmal so rüber. Überlegen uns was. Also wir haben Schraubenschlüssel mit dabei, wir haben genug Live-Support auf jeden Fall, dass Schnorpel ungefähr 100 Jahre lang an dem Ding rumexperimentieren kann. Jetzt ist die große Frage, was machen wir damit? Wie kriegen wir die Tibella da raus? So, ich kündige es hiermit schon mal an, das könnte eine Überlängefolge werden, weil ich bin am Rätseln und am Überlegen. Also die Expanded Eva-Rucksäcke sind aber schon mal ganz cool, finde ich. Oh nein, da verschwindet das sichere Schiff. Schnorpel-Kirmen, Retter der Kirmens oder der Tod für Tibella. Ich bereue es gerade, dass ich keinen Sprengstoff mitgenommen habe. Sprengstoff wäre jetzt sicherlich die volle Lösung dieses Problems gewesen. Ich hätte einfach die Hülle gesprengt. Wahrscheinlich wäre Tibella dann auch mit drauf gegangen. Also, Randnotiz, in Zukunft immer Sprengstoff mitnehmen. Auch wenn es noch so sinnlos erscheint. Sprengstoff fetzt. So.
Okay, bremsen, 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 bremsen. Ich habe immer gedacht, das hier sind Türen. Habe ich wirklich gedacht. Also jetzt ganz ernsthaft. Und dass man da rein und raus kann. Ich muss das jetzt nochmal probieren. Eva unavailable. Das ist echt super. Aber man kann von innen rausgucken. Das ist doch schon mal schön. Guck mal. Es hat ein Guckfenster. Und es sieht ein bisschen aus wie das Guckfenster vom Dings, ne? Ach, das hilft uns alles nicht. Das hilft uns alles nicht. Gut. Also. Da ist er. Nee, der nicht, der. So. Was können wir denn jetzt hier tun? Irgendeine Chance? Cannot use equip. So. Too far. Move closer to part. Detached, ne? Perform Maintenance. Disassemble. Ha. Oh. Schnorpel, ich glaube. Ja, da steht es in der Konsole. Schnorpel hat gerade Tibella gekillt. Das heißt, ich nehme meine Ankündigung hiermit zurück. Aristus, du bekommst noch keinen Kirbel. Okay, das war ein fieser Bug. Das ist echt mies und ich werde dadurch auch Reputationsverlust bekommen. Das ist noch viel fieser. Das ist richtig mies. Finde ich jetzt total unfair, ne? Aber gut, gab nicht ganz so viel Kohleabzug. Das ist echt unfair. Ich hoffe inständig, dass das nicht nochmal passiert, weil irgendwie Kirbels in einem Part präsentiert zu bekommen, in dem sie schlicht und ergreifend sterben, ist nicht fair. Und ich denke, da werdet ihr mir zustimmen. Und ich werde dann mal gucken, dass ich mit was anderem Geld verdiene. Also wahrscheinlich mit einer Minimus-Mission, weil dabei stirbt meistens wenigstens keiner. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.